So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Heute kam Part 69 raus. Wir nehmen jetzt Part 77 auf. Nur, dass ihr grob wisst, wie weit ich immer noch voraus bin. Letztes Mal haben wir mit Isaac den Tainted Isaac freigeschaltet. Allerdings leider daran gescheitert, Beast zu besiegen. Deswegen nochmal rein und Beast besiegen. Hoffentlich. Und vielleicht setze ich diesmal den Cube auch vernünftig ein. Ne? Das, reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. Also es war wirklich richtig viel Mist, was ich da gemacht habe, aber naja. Ich hoffe, diesmal mache ich weniger Mist. Was ich aus den aktuellen Parts rausnehme, ist, dass ich deutlich mehr auf die Leiste, muss nicht bei Pause machen, deutlich mehr auf die Leiste links achten muss, weil ich mich öfter mal über zum Beispiel Tears Up freue, wenn das Tears Up schon gar nicht mehr irgendwas verändert an den Stats, weil die Stats einfach schon praktisch oben sind am Grenzwert sozusagen. An sowas denke ich auch immer gar nicht, dass das praktisch geht. Dass man irgendwann einfach so genug hat und dann sagt das Spiel, du kriegst keinen Up mehr, wenn du noch mehr sammelst. Aber ich sehe halt dieses Tears-Up-Item und denke so, ja, nice, das ist ein Item, über das freue ich mich, wenn ich es einsammle. Und dann freue ich mich halt. So, das ist einfach so konditioniert. Ich freue mich einfach grundsätzlich, wenn ich dieses Item einsammle. Zum Beispiel den Kleiderbügel. Und dann freue ich mich halt. Egal, ob es was bringt oder nicht am Ende des Tages. So. Wollte ich nur kurz loswerden. Wäre natürlich schön, gleich den Itemraum zu finden, weil man dann den Würfel nochmal aufladen könnte. Ach, nach oben geht's auch noch, ja, siehst du? Schon verpasst. Ja, dann hätte ich sogar den Itemraum gleich finden können, wenn ich erst nach oben gegangen wäre. Ja, moin. Naja, gut, das, dann habe ich mich nicht beschwert. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann will ich nichts gesagt haben. Naja, na gut. Immerhin nochmal drei Schlüssel. Ich bin ganz ehrlich, es ist kein komplett schlechtes Item. Ich könnte zwar was Besseres rerollen, aber bevor ich da was Schlechteres habe und ich habe nur einen Reroll, nehme ich es mit, ne? So, wie gesagt, es ist nicht... Wenn ich jetzt mehr zur Wahl gehabt hätte, dann hätte ich es jetzt nicht genommen. Aber in Anbetracht der Alternativen, die kommen könnten, ist es halt trotzdem ein Item, was ich mitnehme. Und jetzt haben wir ja vielleicht noch dann zumindest den Reroll für Dings. Für das Boss-Item, falls da irgendein Quatsch kommt. Wobei ich mir eigentlich jetzt in der Situation gerade am Anfang nicht vorstellen kann, dass es irgendein Boss-Item gibt, wo ich sage, das reroll ich. So, keine Ahnung, ich würde alles nehmen. Das reroll ich. Ja, okay. War es tatsächlich so, ich habe zwar gerade was gesagt, aber irgendwie... So, jetzt ist das Ding, wir haben Herzen auf der Ebene rumliegen. Und ich weiß, dass ich dann meine Fliegen verliere. Und ich hätte das erst liegen lassen sollen. Habe ich auch wieder falsch gemacht, aber ich möchte den Stachelraum nutzen. Und hoffe, dass das keine Fehlentscheidung war. Komm, gib mir was Brauchbares. Yikes.
Ja, okay. Ich denke, dafür kann man verkraften, dass das Fliegenherz weg ist, ne? Ich denke, dafür kann man es verkraften. Will ich die eine Bombe probieren? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, ne? Schade. Wie gesagt, relativ. Relativ. Okay, oha. Oha, oha. Mit dir will ich nicht spielen, aber das Geld nehme ich gerne mit. So, wir sehen keine Karte, aber es ist nicht ganz so schlimm, weil es ist eine recht kleine Map. Kann man schon verkraften. So. Was gibt es sonst zu den aktuellen Parts zu sagen? Dass ich zum Beispiel immer noch nicht verstanden habe, dass mir Shot Speed Up nichts bringt, wenn ich Brimstone habe. So, ich dachte, dass es irgendeinen Effekt noch zusätzlich hat, aber nee, hat's nicht. Wie zum Beispiel Tears Up sorgte dafür, dass ich mich schneller auflade. Ne? Da ist tatsächlich ein Effekt vorhanden, wenn man ein Tears Up bei Brimstone bekommt. Aber Shot Speed Up scheint tatsächlich gar nichts zu bringen. Also das sind auch so Sachen. Aber das sind so Sachen, das ist da an sowas denke ich einfach überhaupt nicht. Ihr kennt mich ja. Möchte nur erwähnen, dass ich es registriert habe. Oha, bitte explodier nicht in meinem Gesicht, sondern da unten. Dankeschön. Yo! Nice. Sehr nice, dann brauche ich den selber nicht mehr sprengen. Oh, doofer Raum. Okay. Ach ja, und die Geschichte, das ist auch wahr, was ihr geschrieben habt, wo ich die Wahl hatte zwischen Abaddon und 25 Münzen im Satan-Dings. Und wir waren ja im Greed-Modus. Und ich hätte ja blaue Herzen für 5 Münzen bekommen. Wäre es natürlich schlauer gewesen, erst die 25 Münzen zu holen und dann Abaddon. Stimme ich euch vollkommen zu? Ist auch eine Sache, die ich falsch gemacht habe. Ich freue mich wirklich über jeden Hinweis und wenn jemand mir 5-mal schreibt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, es dauert sehr lange, bis ich das registriere. Vor allem, bis ich es mir merke. Ich werde den Fehler bestimmt noch öfter machen. So wie ich jeden Fehler schon öfter gemacht habe. Gerade, also letzter Part war ja echt, also... Oh. Wir hätten es haben können. Dieser Part hier ist jetzt eigentlich komplett unnötig. Wir hätten es haben können. Wir hätten das Biest schon legen können. Das ist ein Spacebar-Item, ne? Genau. Das ist dieses, dass man... ich setze es kurz ein, um es zu demonstrieren. Dass man dann hier, ne? So. Aber das rerollen wir jetzt. Ah, das nehmen wir mal mit. Das ist nicht verkehrt. Scheiße. Der Treffer war echt unnötig, aber ist okay. So, vielleicht kriegen wir es bis zum Boss hin, uns nochmal aufzuladen mit unserem Dice. Das wäre ganz cool. Ah, die ist noch nicht hinüber. Jetzt.
Jo, Kollege. Oh, da ist ein Feuer, gefährliches. Gleich mal wegmachen. So. Jetzt ist nichts Gefährliches mehr hier. Und da ist ein Trinket gespawnt. Nice. An sich ein cooles Trinket. Aber ich würde es wahrscheinlich gleich mal liegen lassen. Außer wir kriegen noch mehr Trinkets in der Ebene. Aber andererseits würde ich das ehrlich gesagt... Nee, ich kann es ja... Ist ja Schwachsinn. Ich kann es ja mitnehmen. Ich kann es ja theoretisch bis zum Ende behalten. So, wenn ich kein anderes Trinket mehr bekomme, kann ich es ja bis zum Ende behalten und leg's einfach ab, bevor wir Dead's Note einsammeln. Das ist ja alles. Ich kann es ja behalten, ich muss es ja nicht ablegen. Das ist ja Schwachsinn, was ich da denke. Oh nee, jetzt kriege ich genau einen Raum. Ach nee, Quatsch, durch den Boss kriege ich ja Dings wieder zurück. Kriege ich ja auch noch meine Aufladung. Natürlich. Durch den Boss kriege ich ja auch noch mal eine Aufladung. Ja, das Gift würde ich schon gerne behalten. Also, das würde ich schon feiern. So, Satan-Deal ist da. Den wir natürlich nicht nehmen. Okay, Cozy werde ich auf keinen Fall rerollen. Was ich aber jetzt tun möchte, ist, ich möchte... Den Stachelraum nutzen. Wir kriegen dann ja gleich unsere blauen Herzen wieder zurück. Vielleicht haben wir da ja was zum Rerollen. Kann ja auch sein, ne? Wo war er denn überhaupt? Da war er. Ne, die Kerze will ich eigentlich nicht rerollen, denn dann haben wir keine Flüche. Das ist sehr wichtig. Denn mir könnte theoretisch ein Fluch alles versauen, wenn es mich zu bald zu Marm portet, ne? Wenn wir Curse of the Maze haben und es portet mich einfach zu Marm, bevor ich zum Beispiel die Fool-Karte bekomme, dann wäre alles vorbei. Also möchte ich das auf jeden Fall verhindern. Damit ist die Karte auf jeden Fall sinnvoll. So, aber hier können wir... Überleg jetzt schon wieder, sollen wir rerollen oder soll ich die Batterie erstmal mitnehmen? Dann hätten wir ein Item dabei, was uns immer auflädt. Also was ab und zu mal auflädt. Für ein späteres Spacebar-Item wäre das schon cool. Wir nehmen erstmal die Batterie mit. Also das Batteriefamilie. Wir nehmen das erstmal mit. Das ist soweit okay. Ich habe noch zwei Bomben. Ich könnte jetzt noch, aber das sind so viele Möglichkeiten. Ja, so viele sind es eigentlich gar nicht, oder? Wie sieht's mit dem Raum aus? Ist der von irgendeinem Raum aus? Von hier aus wäre es möglich. Von hier aus wäre es möglich. Dann haben wir hier den anderen Raum. Der ist leider auch möglich. Okay. Hm. Sind schon wieder zwei möglich. Es ist wirklich 50-50. Kein Raum schließt den anderen. Nee, keiner schließt den aus. Da war auch kein Stein unten oder so, ne? Nee. Ja, komm. Zwei Bomben, zwei Versuche. Schade. Dann muss er hier sein. Oh ja, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ja, okay. Es gab noch eine dritte Möglichkeit. Die habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Zwei Bomben verschwendet. Zum Glück habe ich keinen blauen Stein dabei übersehen. So, Cozy und ab dafür. Das Item heißt der PJ5. Oder PJ5.
wie auch immer ihr es nennen wollt. So, damit haben wir aber einen sehr, sehr guten Schutz. Damit haben wir einen sehr, sehr guten Schutz vor etwaigen Komplikationen. Oh, da, okay, dafür finden wir diesmal sofort den Geheimraum. Das ist doch auch was. Ne? Das ist doch auch schön. ...37,5% für Engelraum. Das lasse ich jetzt wieder erstmal liegen. Diesmal gehe ich schlauer vor. Und das letzte Mal habe ich das ja echt dumm gemacht, dass ich immer gleich immer alles einsammle. Wenn ich halt eh schon ganz viele blauen Herzen habe, dann kann ich das jetzt erstmal liegen lassen. Dass ich auf jeden Fall, sollte ich im Laufe des Ablaufes hier plötzlich die Herzen verlieren, das noch mitnehmen kann. So. Das ist jetzt nicht so schön, aber gut. War das ein Spacebar-Item? Ich glaube, ja. Genau, dann sammle ich es nur kurz ein, dass ich es habe. Und dann geht es wieder raus. Wait, dann kann ich es auch kurz einsetzen, natürlich. Ich bin ja doof. Hat es jetzt meine andere Karte überschrieben? Hallo? Hatte ich nicht gerade noch Chariot irgendwo? Ach so, ich dachte gerade schon, das hat die Karte einfach überschrieben. Das wäre frech gewesen. Das wäre richtig frech gewesen. Okay. Und dann rerollen wir es. Das ist cool. Das zeigt mir, wo der Geheimraum ist. Das kann ich mitnehmen. Na, das macht dann so Geräusche. Bei 7 Münzen können wir auf jeden Fall auch mal reingucken. Da gibt's dieses... Das ist nicht die... Ich habe ich immer verwechselt. Das ist nicht die Milch, sondern es ist was anderes Cooles. Oh, und die blaue Flamme. Oh, jetzt wird's aber... jetzt wird's aber kritisch. Oh, da wird's aber kritisch. Da wird's aber richtig kritisch. Hoffentlich kriegen wir Geld zusammen. Oh, das wäre sehr wünschenswert. Also für die blaue Flamme würde ich den Dice dann auch hergeben. So, und jetzt haben wir so viele blaue Herzen, jetzt können wir auch gleich in den Stachelraum reinrennen. Oh, kriegen eben ein schwarzes Herz wieder zurück. Und eine Kiste. Und da ist eine Bombe drin. Und eine Bombe ist nützlich, weil... Das habe ich schon gesehen. Hier oben ist ein blauer Stein gewesen. Okay. Mehr blaue Herzen. Ja, dann kann ich das Einzelne jetzt auch mal mitnehmen. Nein, nur weil jetzt ganz viele blaue Herzen... Nur weil jetzt ganz viele blaue Herzen rumliegen auf der Ebene, musst du nicht wie ein Vollidiot anfangen zu spielen, Kollege. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Hier, Vorsicht, das sind Fässer. Aua. Gleich mal in die Luft sprengen. Hörst du auf, die Kacke da zu spawnen? Gott. Kriege ich das Fass so gesprengt, dass es... Ja, das müsste mir den Schlüssel freilegen. Ich mache erstmal das da weg. Und dann kann ich von hier nämlich schön runterwärts schießen. Das muss den Schlüssel eigentlich erwischen. Yes. Okay, hier geht's weiter. Oh, toll. Da komme ich nicht ran. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein Trinket. Was... Also dieses Häufchen-Trinket, das wäre ganz cool. Bevor alle Häufchen weg sind nach Möglichkeit.
Das passiert allerdings nicht. Ja, schade. Okay, Puberty ist gut. Drei davon. Und ich werde adult. So. Bossfight. Jo, dass das nicht, dass das gut ging, wundert mich. Aber soll mir recht sein. So, jetzt hole ich mir natürlich alle blauen Herzen. Dass wir auch ja den maximalen Schutz haben. Weil jetzt sie liegen zu lassen, wäre halt Quatsch. Nehmen wir Hermit mit oder Cherryo? Ich nehme Hermit mit, weil dann kann ich mir den Shop brauchen. Ach, wir wollten ja noch Geld bekommen. Wir kriegen das Geld nicht zusammen. Das ist ärgerlich. Und wir haben eigentlich den Hund jetzt noch nicht. Wir haben für den normalen Geheimraum den Hund noch gar nicht gehört. Oh, hier waren die hier schon drin. Das ist halt jetzt die Frage. Nein, 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 nicht treffen lassen. Ich will. Ich will nur kurz die Karte hier noch angucken. Ach, hä? Ist das jetzt zweimal der Hermit? Ach, lol. Ja, okay. Oh, nice. Das hat ja nochmal richtig gescheppert hier. Sehr schön. Gute Sache. So. Aber wo ist jetzt der andere Geheimraum? Ich habe den Hund nicht gehört bisher. Bin ich taub? Ah. Okay, dann ist er hier. Dann ist er hier. Ich komme aber halt nicht rein, weil ich keine Bombe mehr habe. Das ist natürlich doof. Ja, und ich krieg leider die Items im Shop nicht gekauft. Das ist auch doof. Hm. Kann's nicht ändern. Ach, geh. Also solche Treffer sind super dumm. Vor allem, weil der halt ein ganzes Herz Schaden auch macht, ne? Ich meine, ich kann's mir leisten, aber es ist halt dumm. Es ärgert mich, dass es überhaupt passieren muss. Das ist das Ding. Vor allem, wenn ich eh schon so ein Item habe, was halt alles verlangsamt. Die Spur, auf der er rumläuft, verlangsamt ihn ja extremst. Deswegen sage ich ja, das Item ist schon nicht schlecht. Man hätte es rerollen können, aber es ist schon nicht schlecht. Es hätte was deutlich Schlimmeres kommen können. Deswegen habe ich es ja auch eben nicht rerollt. Yes! Oh mein Gott, das Spiel ist super gnädig. Es gibt mir nämlich sogar Münzen. Yo. Alles klar. Holy Water. Nehmen wir sehr gerne mit. Mittlerweile ein echt gutes Item geworden. Ich hätte es rerollen können, ich weiß. Aber Holy Water ist was, das nehme ich schon mit. Das ist mittlerweile echt ein besseres Item als früher. Deswegen sehe ich mich da. So, und jetzt können wir uns... Das ist jetzt die Frage. Gebe ich den Dice auf und nehme die blaue Kerze mit? Ich wäre aktuell fast dafür. Das andere ist halt so ein Viech, was mir, ich glaube, ein Familiar für jede Ebene neu gibt. Ich gucke mal ganz kurz nach, dass ich da jetzt nicht völlig falsch liege. Ich glaube, das ist, also irgendein Viech spawnt. Das ist entweder ein Familiar oder ein Gegner, der halt dann für mich kämpft. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas ist es. Und es...
ist. Ah, oh, wie finde ich das jetzt am schnellsten? Ich hatte es letztens erst wieder gesehen, zufällig irgendwo, als ich nachgeguckt habe. Ah, es muss hier bei Afterbirth sein, da ist es. Body in a Box, genau. Gives Isaac a random familiar which has a random sprite and tier effect. Und jeden Raum wird er neu randomisiert. Die Frage ist halt. Die Frage ist also. Ich sage euch, was mein Problem ist. Ich will eigentlich noch nicht den D6 hergeben, aber die blaue Flamme ist halt schon nice. Aber dann habe ich halt das Batterie-Item umsonst gekauft, weil dann gehe ich nicht mehr auf Spacebar-Items. Na? Scheiß drauf. Scheiß drauf, wir machen es jetzt genau so und nicht anders. Und jetzt kann ich sogar noch in den Geheimraum. Jetzt kann ich sogar noch in den Geheimraum. Sagt mir mal, ob ihr auch so gehandelt hättet. Also hättet ihr auch euch für die blaue Flamme entschieden? Ist die für euch auch so ein. Ah ja, nee, nicht, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Ist die für euch auch so, jo, das Item muss man mitnehmen einfach? Oder ist die eher so, muss nicht sein? Haben wir irgendeine von denen schon mal gehabt? Oh Gott, 5 neue Pillen. Oh weia, da muss eine schlechte dabei sein. Ja. Aber vielleicht auch eine. Toll. Aber vielleicht auch eine gute. Vielleicht eine gute? Eine gute? Okay, der Itemraum war nicht die beste Entscheidung. Was soll's? So, habe ich jetzt noch irgendwo blaue Herzen rumliegen lassen? Das wäre nämlich dumm. Ich hatte einige liegen lassen, aber ich glaube nicht, ne? Nee, nee, alles gut. Alles gut, wir gehen. Ein Schlüssel für den nächsten Itemraum haben wir dabei. Und der Engelraum ist auch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir den wieder mitnehmen werden. Okay. Na, gehen wir doch direkt da rein. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Ich habe keine Bomben. Feuer gegen Feuer. Shit. Kann ich die öffnen, ohne das Feuer zu berühren? So wie wir in der Stacheln wären irgendwie? Keine Ahnung. Ja, das hat's gebracht. Okay. Ich habe gehofft, dass der Kampf hier ist, weil dann. Tatsächlich habe ich das gehofft. Weil dann kann ich jetzt hier entsprechend einfach. Na, bin ich jetzt hier reingekommen und ich bekomme wieder Münzen für die nächste Ebene. Und ich habe keinen Schlüssel dafür geopfert. Das ist eigentlich gut gewesen. Und ich wollte halt jetzt nicht noch mehr blaue Herzen da verlieren. Es war schon dumm genug, was wir gemacht haben. Also was heißt dumm? Ich konnte nicht wissen, dass das so ein Stachelraum ist. Na, also, ja, sehr schön. Passt schon. Passt schon. Hätte schlimmer laufen können. Das Blöde ist halt jetzt, dass wir Batterien legen die ganze Zeit und eigentlich ein Spacebar-Item jetzt nicht mehr brauchen. Also für Batterien. Aber das weiß man halt vorher nicht. Es wäre ein cooles Support-Item gewesen. So ist es jetzt halt nutzlos. So legt jetzt halt einfach Batterien hin und naja, freut sich eine Runde. Vielleicht haben wir irgendwann mal irgendwo ein Buch, wo wir ein paar Mal so Batterien nutzen können. Werden wir sehen. Im Moment ist es eher nutzlos. So. Oh, hier ist direkt der Boss. Dann bin ich ganz ehrlich. Dann gehen wir auch direkt zum Boss. Wieso hat jetzt eigentlich der Satan-Deal
Ach so, weil wir einmal schon im Engelraum waren. Ja. Wir haben jetzt nur 18,8%. Das ist nicht so viel. Was soll's, wir gehen jetzt zum Boss. Sehr schön. Das ging sogar recht fix. Und ein HP ab plus Luck ab. Ist auch mit drin. Gut. So, Itemraum und dann Abflug. Die können ziemlich böses Zeug machen. Aber nicht jetzt. Ach, Mensch. Weißvieh. So, und ich hab's gehört, ne? Bei dem Stachelraum wurde der Hund auch aktiv. Da hat er ein bisschen geheult. Kann ich das direkt drücken? Die kommen da scheinbar nicht raus. Ah, ich dachte es mir schon, die kommen raus, wenn ich das drücke. Das heißt, erst muss man die befreien. Und dann haut man sie weg. Okay. Okay, noch ein Trinket. Jetzt werden wir definitiv eins liegen lassen. Das Gifting nehme ich auf jeden Fall weiter mit. Das heißt, das hier werden wir nachher liegen lassen. Ich hoffe jetzt, dass hier gleich der Item schade. Okay, hier ist der andere Hund. Schade. Ich habe gehofft, dass da oben vielleicht ist. Oh, okay. Jetzt ist die ungefähr hier explodiert. Ist jetzt die Frage, ob sie hier das Ding mitgenommen hätte oder nicht, weil jetzt habe ich noch zwei andere Möglichkeiten für den Geheimraum. Ich habe einmal hier und ich habe hier. Okay. Ah, es ist dieser Geheimraum. Okay, der ist im Moment ziemlich nutzlos. Aber auch das weiß man ja vorher nicht. Aha, sehr gut. Dass hier der Itemraum ist, ist sehr praktisch, weil dann muss ich das Trinket nicht sehr weit tragen. Die Milch darf ich nicht verschütten. Aber das Gute ist, die verschütte ich auch nicht, weil wir haben die Ebene schon geschafft. Das heißt, diese Milch... funktioniert diesmal. Ich kann die Milch gar nicht mehr verlieren. Sehr gut. Sehr gut. Dann legen wir einmal gerade das Trinket hier ab und verlassen die Ebene as soon as possible. Ohne noch irgendwo einen Treffer zu kassieren. Den anderen Geheimraum lassen wir dann jetzt liegen. Ist nicht weiter schlimm. Passt schon. Bevor ich die Milch verschütte, ne? Das wollen wir ja nicht. Abflug. Wait, macht die Milch jetzt nicht irgendwas? Ich dachte, wenn man die Milch eine Ebene mitnehmen kann, macht die irgendwas. Habe ich schon wieder was verwechselt? Habe ich wieder was verwechselt? Gives Isaac a familiar glass of milk that follows him and spills on the floor upon taking damage. After being split, the milk gives you a minus 2 tier delay. Ach so. Ja, jetzt habe ich hier mehr Tier-Dings. Ach, ich dachte, die ist so, du musst die eine Zeit lang mitnehmen und nicht getroffen werden. Ich dachte, das war so ein Item. Habe ich verwechselt? Sorry. Habe ich ein bisschen verwechselt. Kann passieren. Das heißt, die sollte man bei einem Boss am besten verschütten. Naja, gut. Naja, gut, ist in Ordnung. So. Okay, hier haben wir wieder ein Trinket dann zum liegen lassen. Sind wir eigentlich... Wo sind wir jetzt? Dank Deaths 1. Okay, also in 2 müssen wir aufpassen. Wir brauchen eine Bombe noch für den Skull.
Oder wir sammeln halt hier schon eine Karte, die uns dann hilft. Eins von beiden. Eins von beiden wäre nützlich. Jetzt haben wir eine Bombe, das ist schon mal gut. Also jetzt keine Bombe mehr opfern im Moment. Ganz wichtig, im Moment keine Bombe mehr opfern. Ich setze viel zu wenig die Flamme ein, ne? Ich kaufe immer die Flamme und dann setze ich sie kaum ein. Weil die kommt auch mehr bei Bossen dann so zum Einsatz eigentlich. Vor allem da. Weniger so bei einzelnen Gegnern, da denke ich immer weniger dran. Vor allem bei Bossen. Aber ich versuche mal mehr dran zu denken. Ach, die kommt immer wieder, die Milch. Ach so. Ich dachte, die... Irgendwie habe ich die komplett verwechselt. Alles klar. Aber wann erinnere ich mich schon mal richtig an Items, ne? Das heißt, immer wenn ich getroffen werde, kriege ich jetzt ein Tears Up für den Rest des Raumes. Ja gut, das ist ja was Nettes. Okay, Shop und Itemraum. Beides sollten wir besuchen. Für beides haben wir Schlüssel. Geh weg! Die sind schon ganz schön anhänglich, muss man sagen, ne? Okay. Freeze-Effekt. Kann man auf jeden Fall mitnehmen und jetzt einmal Shop besuchen. Nichts Spannendes. Immerhin habe ich noch in die richtige Richtung geschossen, die Bombe. Ist okay. Ist in Ordnung. Gut. Halt, da unten geht es auch noch weiter. Boss könnte überall sein. Ah! Wo war denn der Treffer jetzt wieder? Der war jetzt ja unnötig. Ah, das ist der Sinne, das ist so einer, der erst aufgehen muss. Okay, der Hund hat sich jetzt hier nicht gerührt, ne? Hätte es sonst hier versucht. Hm. Wollen wir erstmal Boss? Wir gehen erstmal Boss. 40%. Let's go. Monster 2. Jetzt wird hier die Flamme auch wieder natürlich super nützlich. Vor allem in Kombination mit dem Holy Water ist die halt auch Gold wert. Weil ich einmal das Viech so freezen kann. Oh, das hat nicht funktioniert, das zu freezen. Und dann wollte ich sagen, nachdem ich es gefreezt habe, kann ich die Flamme reinschicken. Na, so geht's auch. Tschüss. Komm, Engel. Yes. Ein HP gibt es vorher und wir betreten den Engelraum und hoffen auf was Schönes. Mich würde das Schwert böse reizen. Mich würde das Schwert böse reizen. Aber ich weiß nicht, ob Beast als mit dem Schwert so nice ist. Was ist das denn? Das ist der kleine Dings. Ich gucke mal das Viech hier gerade nach. Das kann ich jetzt auch recht schnell nachgucken, denn es ist im Angel Room. Das heißt, ich kann auf jeden Fall Angel eintippen. Genau, da ist es auch schon. Es ist ein Afterbirth-Item, also nichts Neues. Circle of Protection. Gibt Isaac einen Kreis um ihn, der Schaden zum Gegner macht, wenn man mit ihm mit dem Ding berührt. Und immer wenn ein Gegner diesen Kreis berührt, gibt es eine Chance, dass die Träne zurückgeschossen wird.
Okay. Will ich jetzt ja nicht so krass, um ehrlich zu sein. Will ich jetzt nicht so krass. Na gut. Dann haben wir dieses Scapula-Ding. Ah, wenn man bis zu ein halbes Herz runter ist. Nee, das ist ja auch Quatsch. Dann kriegt man ein Soul Heart, wenn man bei einem halben Herz runter ist. Einmal pro Raum. Nee, das ist ja auch Quatsch. Ich weiß nicht, ob das Schwert so eine geile Sache ist. An sich würde ich es gerne mitnehmen. Ich meine, solange ich voll bleibe, also solange ich es schaffe, meine roten Herzen voll zu lassen und mit blauen Herzen arbeite, kann ich ja die ganze Zeit Laser schwingen. Doch, ich würde es wahnsinnig gern probieren. Ich würde es wahnsinnig gern probieren. Ich würde es wirklich wahnsinnig gern probieren. Und das andere ist halt Little Delirium. Auch nicht schlecht, aber ich werde mich für das Schwert entscheiden. Ich hoffe, damit mache ich nichts falsch. Ich wüsste nicht warum. Ich habe ja für Fernangriffe immer noch die Kerze. Ne? Und ich habe ja jetzt, ne? Ich habe ja diesen Laserstrahl die ganze Zeit. Okay. Ich gehe jetzt auch in keinen Engelkampf rein. Das lassen wir jetzt. Engelkampf lassen wir jetzt. Will ich hier noch was tun in der Ebene? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sind wir eigentlich fertig, oder? Will ich hier noch was tun? Wir müssen uns ja auch nicht länger aufhalten als nötig. Ich meine, wir könnten noch gucken, ob wir noch schwarze, blaue Herzen bekommen irgendwoher. Das wäre schon vielleicht ganz nützlich. Oder so. Ja, doch, wir gehen noch... Okay, jetzt wo ich eine Bombe bekommen habe. Wir gehen noch durch und machen noch vor allem die Geheimräume. Wenn ich schon den Hund habe, der mir sagt, wo die Geheimräume sind, dann will ich die eigentlich auch nutzen. Ach ja, und hier war ja noch ein Twinket. Ja, aber wir haben ein Twinket gelegt. Wir haben ein Twinket gelegt, das ist in Ordnung. Ah, wobei, jetzt bringt mir das... Das Gift-Twinket hier eigentlich gar nichts mehr, oder? Habe ich jetzt noch den Gift-Effekt? Oh nice, noch eine Bombe. Sehr gut. Okay, da ist der andere Geheimraum. Da gehen wir gleich rein. Ah, in Kombination mit dem Dings ist das eigentlich auch ganz cool. Ich meine, fürs Schwert, für die Milch ist es jetzt wieder Schwachsinn, ne? Muss man leider so sagen. Für die Milch ist es jetzt wieder Schwachsinn. Aber, okay, hier ist der Hund nicht aktiv. Das heißt, es muss hier sein. Nice. Nice. Wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir schön die Herzen, die roten Herzen offen lassen. Dann passt alles. Ja, sagte er und geht jetzt trotzdem gleich da rein und verliert wieder seine blauen Herzen. Ah, ich bin zu neugierig, es tut mir leid. Ich bin zu neugierig, es tut mir leid, ich musste rein. Ist blaue Herzen technisch doof gewesen, aber... I had to. Ich meine, so schlimm ist auch nicht, wenn der Laser weg ist. Also da gibt es deutlich Schlimmeres. Und da sind sie ja schon wieder. Passt. Noch ein blauer Stein? Nee, ne? Also Marktstone wollte ich sagen. Nein.
Nichts weiter. Okay, die machen wir noch kurz vielleicht für Münzen, aber eigentlich jetzt nicht notwendig. Ja, war Zeitverschwendung. So. Einen Geheimraum suchen wir theoretisch noch. Den müsste ich aber dann... Da müsste ich schon den Hund gehört haben, hab's scheinbar nur nicht richtig registriert. Drei Bomben habe ich. Wo reagierst du, Hund? Hier? Ah, ja. Okay, zwei Möglichkeiten. Dann hier. Yo! Perfektiko. Oh! Da wäre es fast wieder weg gewesen. Das wäre nicht so schön geworden. Okay. Gut. Einmal ganz fix zur Sicherheit, dass wir auf jeden Fall einen Cracked Key nachher haben. Ah, der Speeddown ist nicht so nice. Das dauert halt einfach nur zu ewig zu laufen. Bleibst hier. Die Feder will ich nämlich jetzt mitnehmen. Die ist jetzt sinnvoller mit dem Schwert. Als der Gifteffekt. Bin ich zumindest der Meinung. Weiß nicht, wie ihr das seht. Weil die Feder macht halt Damage ab. Und das macht halt Poison Shots. Ich weiß gar nicht, ob die... Ja, doch, okay. Doch, man sieht schon, manchmal hat das Schwert auch noch diesen Poison-Effekt. Aber ich glaube, der ist so stark zu vernachlässigen, ne? Das braucht's einfach nicht. Das braucht's einfach nicht. So, und die eine Bombe muss ich jetzt auf jeden Fall behalten, bis wir die Defool-Karte finden. Und sobald wir die Defool-Karte haben, gehen wir zu Mom. Danach können wir die nächste Ebene immer noch auseinandernehmen. Aber jetzt müssen wir erstmal zu Mom, dass wir das nicht verpeilen. Gut, alles vorbereitet. Let's go. Geh auf. Okay. Okay, wir gehen rein. Wir gucken mal. Was kann schon schief gehen? Nutzlos, aber okay. Knochentechnisch noch hier nix. Hier auch nicht. Ich mag das Schwert. Ist halt für Nahkampf nicht so geil, aber andererseits in Kombination vor allem... Hilfe! In Kombination mit meinem Holy Water... Schon ziemlich genial. Weil dann der Gegner einfach still steht. Habe ich gerade den Hund eigentlich gehört hier in dem Raum? Ja, habe ich. Okay. Wait, aber dann würde das ja bedeuten, dass der Geheimraum hier ist. Interesting. Freund, es tut mir leid. Ist ganz schlimm, wenn ich diese Maschine sehe, ist ganz schlimm. Es ist einfach, es ist so ein Reflex einfach. Ich kann es nicht, ich kann die nicht einfach stehen lassen. Ich muss spielen. Wir spielen bis 40. Okay. Noch ein Hund. Zwei Möglichkeiten.
Treffer. Super. Gut, aber dann war bisher der komplette Weg nutzlos. Also nicht nutzlos, aber nicht zielführend. Oh, das war blöd. Das war dumm. Okay, Itemraum gefunden. Dann machen wir den halt als erstes. Ugh, ich bin blöd langsam, Mensch. Nicht dran gedacht, dass das wehtun könnte. The Devil ist auch eine coole Karte. Aber nützt mir nichts. Die darf ich auf keinen Fall zum Mal mitnehmen. Ja gut, das können wir mal kurz einsammeln und einmal einsetzen. Nee! Nee, 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 wir setzen es nicht ein. Ich sammle es nur kurz ein. Ich setze es nicht ein. Es kann einen Random Spacebar-Effekt auslösen. Und das könnte ein Teleport zum Bossraum sein. Und dann wäre ich auf gut Deutsch im Hintern. Deswegen setzen wir das ganz sicherlich nicht ein. Oh, Trinket Room, immer cool. So. Bisher noch habe ich den Totenkopf nicht gesehen. Das heißt, er muss noch auf dem Weg sein. Wir haben aber auch nur noch einen einzigen Weg zur Verfügung. Kann er in dem Raum auch sein? Theoretisch? Nee, also er kann, vielleicht kann er, aber in dem Fall ist er es nicht. Er kann, aber er ist es nicht. Also ob er kann, weiß ich nicht. Ach so. Gott, der Raum bleibt der so doof? Oh, der Raum bleibt so doof. Okay, alles klar. Ich lege mal ganz kurz hier die Devil-Karte ab. Denn nach Dings können wir es ja auf jeden Fall mitnehmen. So ist ja nicht. So. Ja. Wir haben immer noch nicht den Totenkopf gefunden. Oh, stimmt. Die Pille könnte auch eine Telepille sein. Ich setze die lieber nicht ein. Hm. Sollte jetzt nichts Unbekanntes einsetzen. Ganz, ganz wichtig. Nice. Da ist er. Gut. Found you. Abflug. Ich meine, jetzt kann ja nur noch der Mom kommen irgendwann in diesem Lauf. Das ist ja der einzige Weg, der übrig geblieben ist. Das heißt, es passt. Es passt, es passt, es passt, es passt. Wir kommen nach... zum Anfang. Also auf den Heimweg kommen wir. Zum Anfang ist noch nicht gesagt, dafür muss ich dann den Heimweg erst schaffen, aber mit dem Schwert bin ich eigentlich echt guter Dinge. Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie schief gehen kann. Also wirklich nicht. So, The Fool haben wir. Abflug. Aua. War nicht, was ich wollte. Schade, kein Deal, aber ist in Ordnung. Ich war jetzt übrigens kurz davor, jetzt schon einfach The Fool einzusetzen, bevor ich das Polaroid einsammle. Das ist auch, das wird mir irgendwann noch passieren. Das wird mir irgendwann noch passieren. Ich werde Polaroid vergessen einzusammeln und einfach abhauen. Das wird mir irgendwann passieren. Mark my words. Mark my words. Irgendwo, ich will jetzt schon nicht den Part erleben, in dem das passiert. Aber es wird irgendwann passieren. Es wird irgendwann einfach passieren. So, okay. Ich denke, wir haben alles getan, was wir tun wollten und konnten. Machen wir einen Abflug. Machen wir einen Abflug.
da, da, da. Will ich den Stachelraum noch mehr? Komm, wir haben so viele Herzen, wir können den Stachelraum auch betreten. Okay. Okay, ist gar kein Problem. Nehme ich mit. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Das nehmen wir doch einfach mit. Aber das bringt jetzt, glaube ich, nicht mal. Wobei, das, ich glaube, das erhöht den Damage. Ich sehe jetzt halt die Diamantenschüsse nicht, ne? Ich sehe jetzt die Diamantenschüsse nicht. Aber, ich denke, wenn man es einfach getroffen wird, dann würde der Schaden wieder runtergehen. Aber die blaue Krone dürfte trotzdem aktiv sein. Denke ich jetzt mal. Oh, das ist der Quatsch. Die Viecher sind auch super ekelhaft einfach. Alter, das ist so ekelhaft. Schaut euch diesen Müll an oder diesen Matschklumpen hier einfach. Bah. Bah, es ist so ekelhaft. Okay, eigentlich muss ich hier gar nicht groß nach Stein gucken, oder? Ach komm, wir sprengen es auf, was soll's. Ja, gibt noch mal Kohle. Kann man ja mitnehmen. Okay. Shop, sehr gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn wir schon die Kohle haben, wäre natürlich auch ein Shopbesuch cool. Spacebar-Platz nochmal. Ja, warum nicht? Why not? Ne, why not? Wir haben es ja. Dann kann man auch schon mal gönnen. Können auch mal wieder einzahlen. Oha, man konnte alles einzahlen. Okay, cool. Also ich hole ja ab und zu auch mal was raus aus der Maschine, ne? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es schon nicht schlecht, auch mal einzuzahlen. Und, grundsätzlich natürlich nicht so klug, jetzt schon das ganze Geld wieder herzugeben. Ist mir bewusst, ne? Aber auch hier wieder die Sache. Why not? Ne? Why not? Wahrscheinlich bin ich zu voreilig? Bin ich zu voreilig? Sehe ich mich zu bald schon beim Sieg? Was meint ihr? Sollte ich zumindest noch den anderen Geheimraum? Ach, ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich mag das jetzt einsammeln und gehen. Die Feder bleibt. Die Karte bleibt. Du wirst zu einem Key-Teil. Hui! Ich meine, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Ich will jetzt beenden. Dass ich immer so ewig brauche für alles. Ach so! Ich kann die Karte ja eh nicht mitnehmen. Ich meine, wir kriegen noch ein paar Cracked Keys. So ist es nicht. Aber ich will halt eigentlich auch kein Risiko eingehen. So ein Ding ist das. Ich bin immer neugierig, was dahinter sein könnte, aber wir haben es ja gesehen, meistens ist es einfach ein normaler Raum. Stimmt, ich war gar nicht im Itemraum, ist mir gar nicht aufgefallen. Ups, habe ich komplett vergessen. Yo! Die Quests hier sind ja mit dem Schwert richtig witzig. Einfach Lorin oder Zorro. Einfach Zorro.
Drei-Schwerter-Stil. So ein Ding ist das. Okay. Wir gehen noch kurz für blaue Herzen. Das war nichts mit blauen Herzen. Egal. So. Nein, aber also ganz ehrlich, mit der Kombination, die wir haben, ich kann mir nicht vorstellen, wieso das schiefgehen könnte. Ach, das Ding habe ich liegen lassen, ne? Jetzt könnte man es ja spaßeshalber mal... Nein, 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 nein. Nachher kommt dieses doofe Ding, was über mir schwebt. Dieser doofe Speer, wie hieß das Teil? Stimmt, das kann auch passieren. Oh Gott, nein, 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 nein. Richtig. Das Damoklesschwert. Das wär gar nicht geil. Oh Gott, das wäre richtig kritisch. Huhuhuhu. Stimmt, mit dem Item kann man sich ja komplett versauen. Ich kann es vergessen, dass es das ja auch gibt. Nee, wir haben Crack Key. Ich brauche ja gar keinen Crack Key. Wie dumm bin ich denn? Ich brauche doch gar keinen Crack Key. Ich kann ja die Crack Key-Räume ausprobieren. Ach, lol. Ich hab doch den Charakter schon. Es geht doch nur ums Biest. Es geht doch nur ums Biest. Wir können doch die Räume austesten. Guck mal hier, cooler Raum. Hat sich richtig gelohnt. Stimmt ja, ich hab doch den Charakter. Oh mein Gott. Weißt du, das ist wieder so ein typischer Bullshit-Move einfach. Hätte ich auch Devil mit... Dann hätte ich die Devil-Karte mitnehmen können. Ich hasse mich. Ey... Es wird nicht spielentscheidend sein. Es wird nicht spielentscheidend sein. Aber ich hätte die Devil-Karte mitnehmen können. Ich möchte, dass ihr euch das ganz kurz... Dass ihr euch da ganz kurz drüber Gedanken macht. Ich hätte die Devil-Karte mitnehmen können. Gib mir Devil. Das nehme ich auch. Ey, ich bin so eine Nuss. Ich bin... So eine... Dämliche Nuss einfach. Ich bin so eine Nuss. Ja, Wahnsinn. Ich brauche ja überhaupt nicht. Oh mein Gott. Ich bin so eine Nuss. Wir haben ja alles, was wir wollen. Wir wollen ja nur noch zum Biest. Das ist es ja. Oh Gott, der ist böse. Der ist gefährlich. Der ist kritisch. Oh, okay. Im Schwert ist er nicht kritisch. Gut. Gut, soll mir recht sein. Aber die haben sich... Oh, shit. Aber die haben sich da schon nochmal böse Gegner ausgedacht, ne? Also das muss man schon zugeben. Muss man schon sagen. Die haben sich da schon nochmal was ausgedacht, so. Rein vom Dings her. Also meistens ist es einfach ein nutzloser Raum, in dem man landet. Jetzt machen die Dinger auch noch sowas. Oh, ich liebe Synergien. Ich liebe Synergien. Das sieht so witzig aus. Komm, wir gehen noch ein paar Räume ab. Oh, da komme ich nicht ran. Wer gut ist, kommt daran, ohne Schaden zu nehmen. Weil man so schön quer durchgehen kann. Aber das ist schon nicht mein Weg. Cool. Und cool. Na, Schlüssel kann man nochmal mitnehmen. Vielleicht braucht man sie noch. Vielleicht helfen sie nochmal, das ein oder andere Item zu ergattern. Nein, Hämatemesis werden wir nicht einsetzen. But,
Jetzt mal unter uns. Die Räume sind sehr ähnlich zum letzten Mal. Sind das immer die gleichen? Also, wenn jetzt dieses Viech kommt, was gegen die Wand schießt. Nee, irgendwann kam dieses Viech, was gegen die Wand schießt. Die sind sehr, sehr, oft sehr ähnlich aufgebaut. Gibt es da gar nicht so viel Abwechslung? Es scheint mir nämlich gerade so. Scheint mir gerade so, dass es da nicht so viel Variation gibt. Oh mein Gott. Shit. Was bist du? Yeah. Die Hauptsache Hematemesis ist weg. Okay. Wollen wir noch einen Raum gucken? Ich verliere halt schon wieder blaue Herzen. Das will ich eigentlich nicht. Ich würde eigentlich sagen, wir gehen weiter. Ist vielleicht schlauer. Bevor wir noch mehr verlieren und ich wieder Quatsch mache. Ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Oh, jetzt wird nochmal gespielt. Auf blaue Herzenbasis. Das ist jetzt voll gut, weil das Ding kann ich jetzt weiter aufladen. Blaue Herzen dafür. Kriegt blaue Herzen dafür. Und die Flamme setze ich ja sowieso eher beim Boss dann erst ein. Na, hier denke ich ja weniger dran an die Flamme. Leider, muss man gestehen. Oh, da könnten wir jetzt auch noch... Ja, guck mal, das war das, was ich vorhin meinte, ne? Vielleicht braucht man die Schlüssel nochmal. Nee. War jetzt auch nicht viel besser. Ja gut, jetzt brauche ich die Schlüssel auch nicht mehr. Die nehmen wir statt dem Wiggle mit. So ist richtig. Der Wiggle ist ja wirklich nur ein optischer Effekt. Ja. Eggman, okay. Kann man auch mitnehmen. Oh, dieser blöden Tannenzapfen. Ganz ehrlich, den überspringe ich jetzt. Denn der Dings ist sicherlich hier. Er ist nicht hier! Shit. Dann muss ich da eh gleich nochmal runter. Ich nehme mir die Feder wieder. Ja. Sag mal hier. Haralas. Okay. Dann ist da oben wahrscheinlich der Dings. Oh, ich habe die Bombe verschossen. Ach, komm schon! Na gut, dann bekämpfe ich einen davon jetzt halt. Mit dem Schwert ist es hoffentlich nicht so schlimm. Weil die halten schon viel aus, ne? Man sieht es hier nochmal. Die halten schon... Okay, das nehmen wir jetzt aber wirklich zum Endkampf mit. Das ist ja fast wie Devil. Da habe ich ja auch nochmal einen Damage ab dann. Deswegen wollte ich eigentlich Devil mitnehmen, weil das wäre ein cooler, cooler Dings gewählt. Ich hätte eigentlich gerne ein blaues Herz gehabt, aber jetzt hat er mir eine Karte gespawnt. Und ich hätte eigentlich schon gedacht, dass wir dann ist hier der... Ich hätte schon die ganze Zeit hingekonnt. Ach Mensch, genau da wollte ich nicht. Ich dachte, das ist da oben irgendwo. Ich hätte schon die ganze Zeit hingehen können. Na gut, meinetwegen. Okay. Ey, wozu habe ich die ganze Arbeit mit Twinkets war völliger Schwachsinn. Das rückwirkend betrachtet, ey, so dumm. So dumm einfach. Ich hasse dich, geh weg. Du machst blöde Sachen mit den Dingern. Du machst ganz blöde Sachen mit den Tränen. Ich hasse das. Nein, ich... Verzieh dich. Ich hasse dieses Ding. Der macht ganz böses Zeug.
Aber so einen Raum hatten wir zum Beispiel letztens auch. Also die sind wirklich sehr ähnlich. Die Endräume. Die sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Oh, nicht nochmal. Geh weg. Boah, ey. Das Viech zieht mir echt böse. Okay. Das ist der Anfang, ne? Ja, wir sind am Anfang. Ich überlege jetzt kurz, ob ich noch einen Raum machen soll wegen Aufladung der Kristallkugel, aber am Ende verliere ich wieder mehr, als ich gewinne. Ich kann mich relativ schnell rausbomben eigentlich. Nope. Probieren wir es hier nochmal. Okay. Ja, so viel dazu. Das war wieder richtig smart. Okay, wir lassen das lieber. Da habe ich nochmal richtig viel Energie verloren. Ach, was mache ich denn immer? Krieg ich nochmal blaue Herzen? Das sind keine blauen Herzen. Yay, ich bin doch Mother geworden. Ey, aber dass ich jetzt wieder so viele blaue Herzen verloren habe, ärgert mich böse, weil jetzt werde ich den Laser verlieren. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dass ich jetzt den Laser verliere. Ach. So ein Käse. Also. Fuck, der Brimstone! Was ist passiert? Okay, das ist bitter. Oh, ich habe eine ganze Stunde gespielt und ich habe keinen Erfolg. Ah, das ist bitter. Ah. Das ist vor allem wirklich auf der Zielgeraden einfach nochmal komplett verschissen. Das ist das. Genau das ist das. Oh no. Oh no. Danke fürs Zuschauen. Das ist bitter. Yo, das Brimstone war böse. Das ging so schnell. Ich wollte mir gerade noch so eine Batterie holen und hoffen, dass sie mir ein blaues Herz gibt. Oh, das ist bitter. Ah, damit hätte ich jetzt legit nicht gerechnet. Na gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.